Hallo zusammen und willkommen zurück nach einer kleinen Aufenthalt in unserem wundervollen Schitt's Creek. Es regnet mal wieder, denn das Wetter hier ist wie immer scheiße. Ja, Spaß beiseite. Ich hoffe eigentlich, dass wir ja jetzt vielleicht die Probleme behoben haben, die wir seit einiger Zeit hatten mit dem ja, Absturz oder den Abstürzen von Foundation. Es kann sein, dass ich das Problem jetzt behoben habe. Ich hoffe es zumindest inständig. Wir werden das, denke ich mal, sehr zeitnah sehen, ob das auch der Fall ist. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Und müssen gerade hier einfach mal ein paar Dinge umstellen. Holzschindeln haben wir definitiv genug. Holzbretter ist ein bisschen Mangelware. Das stellen wir mal direkt um. Ansonsten, ja, viele Dinge sehen ein bisschen mau aus. Bin ich ganz ehrlich. Ein paar Sachen sind im Bau. Ihr seht es, hier drüben eine riesengroße Gemüsefarm ist im Bau. Hier drüben der... Naja. Hühnchenteil? Das Geflügeldorf? Ja. Wie ihr es auch immer nennen wollt. Ne? Das ist auf jeden Fall da drüben im Bau. Der Rest sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Ich sehe, hier haben wir noch keine Brücke gebaut. Müssen wir definitiv mal machen. Hier wird noch eine Brücke gebaut, sodass wir hier auch dann zwei Wege auf die andere Seite haben. Milch, Tiernahrung. Immer noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Es ist Frühling, deswegen ich hoffe bald, dass es Herbst wird. Nicht Herbst wird, sondern Sommer wird. Dass die Produktion ein bisschen steigt. Hier drüben haben wir noch ein bisschen Probleme in Bezug auf Diebstähle. Das liegt aber eher dran, weil hier wohl die Abdeckung nicht ganz reicht. Wir sind aber bereits dabei, hier einen neuen Sicherheitsturm zu bauen, mit dem wir das hier dann auch abgedeckt kriegen. Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange. Es nervt nämlich gerade ein bisschen. Manchmal ist diese Security-Mod echt ein bisschen störend. Also es sind echt extrem viele, wirklich extrem viele Arbeitskräfte, die wir hier in das Thema Security stecken müssen. Und der Radius ist einfach so winzig. Ich muss, war echt kein Witz. Wenn ihr überlegt, was diese riesengroße Constable-Burg hier als Radius abdeckt. Und wenn wir mal ganz kurz hier rübergehen, schiebe ich das mal hier zur Seite. Das ist ja immer noch nicht geändert. Ja, was denn? Machen wir jetzt in der, machen wir jetzt heute mal. Und Folge 21 wird das da vielleicht auch mal Zeit. So. Schitt's Creek und Herr Lord Guard. Zack, Thema erledigt. Und nur noch zwei übrig. Ein Müller und ein Bäcker. Check. Problem behoben. Und der hier deckt auch eine ganze Menge ab, aber es könnte, wenn ihr mich fragt, es könnte ein bisschen mehr sein. Bin nicht so happy damit, aber ist okay. Ihr seht, also man dürfte es vielleicht auch aktuell sehen, wenn ich hier wirklich ein bisschen durchscroll. Es hängt schon ein bisschen. Es ist schon echt eine ordentliche Menge los. Und ich hoffe inständig, dass das ausreicht. Dass es nicht abstürzt. So, wie sieht denn eigentlich hier die Glasproduktion aus? Ein bisschen Quarz haben wir schon. Wir haben ja 11 Glas, ne? Wir haben ja 11. 11 Glas muss reichen hierfür. Aber sowas von muss das reichen. Genau, lass mal schauen. Nahrungsmangel haben wir. Ja, erklärt sich mir von selbst. Warum? Das ist noch nicht so geil. Ich tendiere immer noch so ein bisschen dazu. Warum können wir eigentlich hier keine Schweinemilch? Ja, ich weiß, was ihr euch denkt. Aber ich meine, weibliche Schweine produzieren ja auch in gewisser Form Milch. Ne? Könnte man ja drüber nachdenken. Ne? Ich meine, so ein bisschen Milch mit Bacon-Aroma. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Flachs ist auch noch so ein Thema. Müssen wir mal überlegen, ob es vielleicht andere Möglichkeiten gibt, die ein bisschen sinnvoller sind. Ich hoffe mal, dass unsere Fischproduktion demnächst mal wieder ein bisschen steigt. Da wäre ich sogar ganz happy, wenn das der Fall ist. Aber die Fischer arbeiten hier. Aber ich sehe gerade, die haben ja hinten nichts. Frage ist aber, die müssten doch eigentlich hier rausfahren, oder? Fahren doch nicht nur raus, wenn ich das... Wenn mir das gehört, oder?
Das ist jetzt echt gerade eine gute Frage, weil bei denen hier geht ja gar nichts. Ah. Gut, das müssen wir uns auch mal angucken. So, lass mal schauen, dass wir hier wieder ein paar Zuweisungen. Wir haben ja echt noch eine ganze Menge im Bau. Das ist schon. So, machen wir die einfach mal voll. Passt schon. Kein Zugriff auf Gehäuse. Ja. Ist schon alles gut, ne? Kein Zugriff auf Gehäuse. So, genau. Dann steht unsere neue Gemüseplantage. Wir können überlegen, ob wir die Flachsplantage dann hier ausklammern. Und den Teil hier drüben würde ich vielleicht fast drin lassen. Das ist zumindest so ein Gedanke. So, Straßenkünstler, ja. Ist ein bisschen was los. Nicht viel los, aber ein bisschen. Diese Woche wurde noch nichts verkauft. Ja, auch nicht. Viel Unterhaltung wird aktuell nicht angeboten. Sollen wir wohl doch erst noch mal ein paar unserer Einwohner befördern. Ja, bei dem Ruckeln wird mir echt schon ein bisschen arg schlecht. Ich hoffe eigentlich echt, dass das Spiel durchläuft und nicht abstürzt. So, hier drüben haben wir also auch die ersten Diebstähle. Bedeutet, wir sollten eigentlich mal dafür sorgen, dass hier unser Sicherheitsbereich ein bisschen schneller gebaut wird. Das wäre ja wirklich ganz von Vorteil. So, zack. Einmal hier rüber. Der wird auf jeden Fall schon mal gebaut. Da ist eigentlich alles vorhanden. Bretter ist ein bisschen Mangelware. Arbeitszeit, nee, wir erhöhen jetzt erstmal hier gar nichts. Ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich irgendwas anklicke, krieg ich Schweißausbrüche. So, können wir eigentlich genau hier hinbauen, oder? Das Sägewerk. Dass wir hier noch ein Sägewerk hinstellen, um noch mehr Bretter zu produzieren, weil die brauchen wir definitiv. Also diese Sicherheitsprobleme müssen wir mal in den Griff kriegen. Was ich aber ziemlich nice finde, ist, dass das hier bezüglich dem Kloster ganz gut funktioniert. Es nimmt relativ schnell Form an. Wir haben, ja, einen Mangel an Steinblöcken. Könnte man so bezeichnen, oder? Ja. Und dezente Diebstahlprobleme. So, lass mal überlegen oder lass mal schauen, was jetzt schon wieder alles fertig geworden ist. Wir schon wieder mal eine kleine Zuweisung machen können. So, der nächste Geflügelzüchter ist fertig. Ich weiß nicht, ob ich noch warten will, bis die fertig sind. Der braucht wohl noch ein bisschen. Dann werden wir wohl in der Zwischenzeit eher mal schauen, welcher Markthändler ist das. Das ist der Markthändler hier. Okay, dann kann auf jeden Fall hier schon mal der Verkauf starten. Ah, Geflügel ist ja. Gemüse ist auch nichts mehr im Angebot. Noch besser. Ist immer herrlich, wenn nichts im Angebot ist. Wenn uns die Nahrung ausgeht. So, und hier kaufen wir noch Äpfel ein. Äpfel könnten wir theoretisch gesehen ja noch zusätzlich verkaufen. Ich finde es ein bisschen schade und finde es ein bisschen merkwürdig, dass wir aktuell eigentlich so gut wie kaum Fisch haben. Lass mal hier kurz reinschauen. So, Erhöhung 20%, 20%, 25%. Okay, mit den 75% negiert sich das dann wieder. Dann haben wir minus 50%, da sagen wir sowieso nur die halbe Produktionskapazität im Frühling. Ja, das merkt man dann schon deutlich. Ich habe immer noch so ein bisschen den Gedanken, wir sollten hier vielleicht noch ein bisschen über das Thema Lagerung nachdenken. Ich glaube, das hier unten wäre doch ein schöner Flecken, oder? Nicht nur das hier, sondern ich glaube, wir müssen hier auch noch mal ein bisschen über Nahrungsversorgung nachdenken, weil ich glaube, hier drüben ist Nahrungsversorgung doch ein bisschen dürftig. So, Lagerhaus für Lebensmittel.
dass wir nämlich mal hier... Ja. Können wir eigentlich so machen. Zack. So, wirklich hier sagen, wir lagern hier einfach mal generell. So, lasst uns mal hier Geflügel einlagern. Dann lasst uns mal hier Eier einlagern. Und hier unten machen wir dann einfach nochmal, weil wir ja doch deutlich mehr Geflügel haben. So. Ist wahrscheinlich eh total übertrieben, so viel einzulagern. Aber... ist jetzt auch nicht so tragisch. Wir wollen das ja auch noch alles noch ein bisschen erweitern. Aber wie gesagt, was wir hier eigentlich noch machen müssten, ist uns Gedanken machen über das Thema Nahrungsversorgung der Bürger hier oben. Da müssten wir vielleicht, wenn das alles mal fertig ist und wir sehen, wie das alles dann rauskommt, müssen wir hier oder den einen oder anderen Lagerstand oder Warenstand noch hinbauen. So, Brotproduktion steigt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, hier wird wohl auch schon geklaut. Das hatte ich irgendwie fast vermutet. So, wo ist bei euch die? So. Der macht ja primär hier die Absicherung. Könnte aber theoretisch gesehen noch da einmal mit dazu. Und er könnte theoretisch gesehen ja auch noch. Müsste ja eigentlich hinhauen. Da. Das muss ja drin sein. So, ja, der Rest wird fröhlich gebaut. Ich bin tierisch gespannt, wie das hier rauskommen wird, wenn das fertig ist. Weil, und da müsst ihr mir echt zustimmen, es ist schon echt eine geile Geschichte hier. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das hier irgendwie... So. Ob wir das vielleicht irgendwie... Ja, so ist das perfekt. So ist das perfekt. Dann ist er nämlich abgeschlossen. Super Geschichte. Dann sieht er nämlich jetzt richtig gut aus. So, was ist mittlerweile fertig geworden? Da können wir einen Träger, Geflügelzüchter. Haben wir noch einen übrig? Ja, machen wir noch da einen rein. Und ich muss auch mal wirklich Ausschau halten nach der Mod, die mir hier vorgeschlagen wurde. Dass man hier andere Häuser bauen kann, wo man aussuchen kann, wer denn oder welcher Bewohnerstand hier auch wohnen kann. Das heißt, wir können hier aussuchen, ob wir Leibeigene wollen oder Bürgerliche. Und das ist eigentlich ganz geil, weil man ja nämlich so das Haus dann auch in die Zukunft ein bisschen... Ja, also wir können ein bisschen besser planen. Deswegen, also das finde ich schon ziemlich geil. Nicht, dass ich jetzt hier super oder dass ich hier in irgendeiner Form unzufrieden wäre. Ich finde, unsere Stadt sieht Bombe aus. Und die wird auch immer besser. Und wenn wir die Absturzprobleme gelöst haben, dann wird das hier noch viel, viel schöner. So, wir müssen mal schauen, wo haben wir denn standestechnisch gesehen gerade keine Punkte mehr übrig. Immer 40 Punkte. Echt 40 Punkte hier übrig. So, lass uns eine Molkerei. So, was haben wir denn noch alles? Haspinerei. Juwelenwerkstatt. Werkstatt für Haushaltswaren. Können wir uns mal überlegen? Katzenmacherei. Zusatzgebäude für die Katzenmacherei. So ein 10 haben wir noch übrig. Eine Goldschmelze. Eine Waffenschmiede. Ach komm, Fassbinderei. Passt schon gut rein. Und dann können wir uns hier, ich hätte gesagt, eine Bienenzucht gönnen. Und ja, Bauhütte Skulptur. Wäre vielleicht dann gar nicht so blöd, wenn wir mal dem Volk helfen würden. 30 Bären. Ja, wir können es auf jeden Fall mal probieren, ob wir 30 Bären zusammenkriegen. So. Mal einige neue Gebäude in der Auswahl. Fassbinderei. Eine Molkerei. Butter aus Milch herstellen. Tja, ja. Wir haben ja sowieso schon keine... wir haben ja sowieso schon keine Milch. Können wir die dann hier nicht hier unten auch verkaufen, oder? Können wir das hier? In Milch verkaufen, aber Butter können wir hier keine verkaufen. Was ist dann, ist dann Butter hier im Warenstand oder was? Nee, auch nicht. Ha.
Michael, da würde mich ja dann wirklich mal interessieren. Extrem gespannt bin ich auch, wie jetzt hier läuft, weil wir haben jetzt hier diese Pilzplantage. Müsste eigentlich die Pilze hier drin anbauen. Und gerade auch hier drüben mit den Hasen bin ich mal gespannt. Der Hasenhügel. Ob das dann hier direkt dran ist, ob wir das hier blöd platziert haben und nochmal umbauen müssen. Da bin ich echt mal neugierig. Das hier oben haben wir sogar extra nochmal freigelassen. Da können wir dann eigentlich noch hinbauen, was wir wollen. Weil, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin so happy, wie das hier rausgekommen ist. Das sieht so geil aus. Wirklich hier mit dem schönen Übergang. Und hier hinten bauen wir ja genau so eine ähnliche Brücke. Also wir haben hier wirklich zwei richtig schöne Verbindungsstücke auf unsere Klosterinsel. Und das wird so genial aussehen, wenn die fertig ist. Und dann werden wir sie auch Stück für Stück erweitern und schöner machen. Das wird einfach nur der Hammer. So, Leder läuft auch. Schuhe läuft. Exportieren wir eigentlich schon Schuhe? Wir exportieren immer noch Edelsteine. Wolle, Kohle, Marmor, Eisen, Gold, Waren, Edelsteine. Nee, reisender Schmied. Ein Reisender bietet seine Dienste im Austausch für Essen und Futter an. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Sommer! Ja, es ist Sommer. Weizen, 20 davon. Ja gut, können wir gerade gar nichts machen, ne? Export von Marmor. Marmor kann weiter exportiert werden. Import von Werkzeugen. Alles cool. Import von Weizen. Machen wir weiter. Import von Äpfeln. Frage ist, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, Käse zu importieren. Wir importieren auch Mehl. Oder wir versuchen es zumindest. Import von Holz. Import von Holz finde ich gar nicht mehr so blöd, weil wir haben so viel Holz. Wir exportieren Kleidung und Keramik. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt hier noch irgendwas zum Exportieren bauen können. Lass mal ganz kurz schauen. Das ist eigentlich hier Keramik. Wo ist denn Keramik? Da könnten wir eigentlich auch Schuhe. Ja. Warenexport. Haben wir noch einen Warenexportstand, den wir irgendwo hinbauen können? Wir können nicht einen mehr bauen. Das ist sehr schade. Sonst hätte ich nämlich noch Schuhe verkauft. Naja, sei drum. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Irgendwie, irgendwann, irgendwo. So. Also. Einmal ganz kurzer Miniaturbreak. Geflügelzüchter. Check, weisen wir zu. Gemüsebauer. Check, weisen wir zu. Markthändler. Lebensmittelstand. Weisen wir zu. Metzgermarkttisch. Weisen wir zu. Haben wir nichts mehr frei. Auch gut. Kann ich aktuell mit leben. Und bis jetzt ist das Spiel stabil. Knapp 20 Minuten Aufnahme und wir hatten keinen Absturz. Dann wird es vielleicht doch das gewesen sein, was ich gedacht habe, was es war. Ein instabiler Nvidia-Treiber, der sich nicht mit der Spiele-Engine vertragen hat. Das ist einfach... Nvidia, ihr seid manchmal einfach so unfassbar unfähig, wenn es um neue Treiber rausgeht. Ihr ballert neue Treiber raus. Und selbst den ich jetzt draufgespielt habe, war nicht der allerneueste. Und trotzdem zerreißt es alles komplett. Sag's euch. Treiber, den ich jetzt drauf habe, ist 4 Monate alt. Und das Spiel läuft. Bis jetzt. Problemfrei. Also. No joke, ich bin gespannt, was Ende des Jahres alles Neues von AMD kommt. Prozessortechnisch werde ich definitiv dann einen Switch machen von Intel Richtung Ryzen 7000. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Auf den 7900 oder 7950X. Die neue Kiste wird super und es wird ein Heidenspaß. So, 120, 34, 14. Ja, es wird ein bisschen besser mit der Zeit. Es ist immer noch nicht optimal. Wir könnten hier drüben, statt hier drüben Geflügel, könnten wir hier noch Wildfleisch anbieten. Das haben wir ja irgendwo noch eingelagert. Also, das können wir dann eigentlich loswerden, ne? So, zack, das ist fertig. Sägewerk, Bretter herstellen. Können wir dann auf jeden Fall, wenn wir hier ein paar neue Bürger haben, da reinschmeißen. So, also es leckt immerhin zwischendrin ein bisschen, aber das dürfte dann eigentlich der Autosave gewesen sein. Ansonsten läuft das sauber durch. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Das beruhigt mich auf jeden Fall schon mal. Diebstahl hält sich gerade auch in Grenzen. Bretterproduktion ist immer noch traurig. Extrem traurig, aber das liegt, glaube ich, aktuell viel mehr dran, weil wir so viel bauen.
So, 78. Nahrungsmangel wird größer. Nichtsdestotrotz werden wir den Nahrungsmangel auch irgendwann beseitigen. Genau. Dann kriegen wir einfach mal hier direkt die drei neuen Zimmerleute. So, hier sind auf jeden Fall Bänke. Lass doch mal ganz kurz schauen. Da brauchen wir auf jeden Fall gerade nichts machen. Es ist immer noch hier eine Option Apfelpresse. Eine Apfelpresse können wir sicher noch irgendwo rein einbauen, oder? So, lass mal schauen. Wo lagern wir denn gerade die Äpfel ein? Hier unten definitiv nicht. Und Tierhäute lagern wir hier auch nicht ein. Wir könnten hier aber theoretisch gesehen mal anfangen, statt Tierhäute Leder einzulagern. Das wäre vielleicht eine intelligentere Idee. Oder? Und statt Tierhäute lagern wir hier Leder ein. Können wir das hier eh mal ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen. So, statt... Moment, Gemüse haben wir hier nicht drin. Weizen haben wir hier drin. Da lagern wir schon Leder ein und Kompost. Wie sieht es denn hier drüben aus? Das einfach mal irgendwie so zwischenzeitlich ein bisschen optimieren. Mehl, Flachs. Flachs ist nicht viel los. Brot. Tja, da geht wieder nichts, ne? Wir könnten hier auf jeden Fall Äpfel einlagern. Und ja, dann lass doch einfach mal irgendwo eine Apfelpresse hinbauen. Ich hätte jetzt pauschal gesagt, die Apfelpresse dürfte uns hier unten... die definitiv nicht fehlen, ne? Und ich bin so gespannt, wenn unser Kloster fertig wird, dass wir uns dann hier wirklich auch die Forschungen endlich mal gönnen können, die uns dann helfen, den Ressourcen-Output teilweise zu verdoppeln. Und dann, spätestens dann, müssten wir eigentlich in Nahrung und allem schwimmen. Wir müssen es nur noch bis dahin überleben. Wir müssen es bis dahin durchstehen. Ich bin noch so ein bisschen überlegen, wenn das hier fertig ist. Wenn wir hier drin noch die... Wenn wir hier drin einen Brunnen... Wäre es nicht eine Option, vielleicht hier den einen oder anderen Marktstand einzubauen? Also, es ist nur so eine Überlegung wert. Das ist... Müsste man mal schauen, ne? So, ist hier schon was fertig? Das sieht aus, als ob die Pilzplantage schon fertig wäre, gell? Also, Mistsammler haben wir auf jeden Fall schon. Der ist schon fertig. Freien Dorfbewohner zuweisen, aber wir würden wahrscheinlich eher einen freien Mönchsdorfbewohner zuweisen. So, wir bauen das erstmal fertig und schauen einfach mal weiter. So, da machen wir erstmal nichts. Lass mal schauen, können wir hier irgendwas gerade fertig machen? Ist nichts zwischengelagert, können wir gerade gar nichts machen. Und das Wildfleisch hier drüben, das können wir dann auch wirklich mal komplett ignorieren und vergessen. Wir könnten hier auf Beeren umstellen. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Dass wir auf jeden Fall hier endlich mal ein bisschen mehr produzieren. So, Kerzenproduktion ist aber auch ordentlich fortgeschritten, ne? Kerzenproduktion ist fortgeschritten. Das ist sehr geil. So, hier können wir auf jeden Fall mal umstellen auf Geflügel und Brot, wobei wir dazu noch mal ein bisschen Brot einlagern müssten. Haben wir ja Brot eingelagert, ne? Das ist ja super. Und hier lagern wir auch Äpfel ein. Grüne Kleidung und Talg. So, ich weiß, den hier müssen wir noch aktualisieren. Aber dann können wir auf jeden Fall demnächst schon mal anfangen mit Verkauf von Kerzen. So. Der hier ist auf jeden Fall fertig. Und das ist extrem wichtig, dass der fertig ist. So, haben wir das auf jeden Fall schon mal durch? Hatten wir hier schon? Ja, die haben wir schon ausgewählt gehabt. So, müssen wir mal ganz kurz schauen. So. Du gehst hier schauen. Du gehst hier schauen.
So, Problem erledigt. Hier schreitet der Bau voran. Wir sind wieder bei 85%. Nahrungsmangel behebt sich wieder langsam. Ganz langsam. Das liegt aber wahrscheinlich eher im Sommer. So, der hier ist auch fast fertig. So, wartet mal. Da müssen wir nämlich hier mal ganz kurz schauen, dass das hier alles passt. Zack, zack. Ich denke, das haut hin, oder? Ich denke, das haut hin. Jetzt brauchen wir nur noch mal einen neuen Schwung Dorfbewohner. Und hierfür brauchen wir auch noch mal einen neuen Schwung Dorfbewohner. So, hinten ist die Sicherheit auch fertig. Das ist sehr schön. So, dann können wir jetzt eigentlich nur schauen und hoffen, dass das hier hinhauen wird mit dem Diebespack. So, wo geht der hin? Sehr interessant. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen, wo die alle herkommen. Ich hoffe, sie verziehen sich auch alle. So, lass mal hier die Produktion ein bisschen steigern. So, wir bräuchten vielleicht noch einen Brunnen. So, den bauen wir aber mal direkt hier hin. Und der Rest darf gerne mal so weit weiterlaufen. Nicht Beeren. Machen wir hier Fisch um. Fleischproduktion. Dürftig. Sehr, sehr dürftig. Und hier hinten geht fischproduktionstechnisch gesehen absolut nichts. Ja, ich weiß, die habe ich jetzt beide gekauft und ich lache mir gleich einen Ast, wenn die jetzt hier rausfahren. Ich hoffe es zumindest, weil aktuell läuft hier hinten noch gar nichts und das, obwohl wir hier Fischer zugewiesen haben. Hallo? Ich meine, ihr habt hier Fisch. Kann euch auch theoretisch gesehen wieder löschen, weil das muss ja wohl nicht sein. Genau, die werden dort eingestellt und dann genau, den Bergarbeiter, das hier auf jeden Fall mal ein bisschen was ist. Genau, den Misthaufen können wir nicht zuweisen, weil wir dafür definitiv einen Mönch benötigen. Also das geht so nicht. Arbeitslose Bewohner ins Kloster schicken, ja. Das haut so noch nicht hin. Also hier passiert nichts. Wenn das hier weiterhin so ist, dass hier nichts passiert, dann müssen wir die definitiv umsiedeln. Und zwar wohl eher hierhin. Lass mal schauen, was der Mönch von uns möchte, den wir gerade noch so erkennen können. Wir sollen 50 Bretter liefern, ja. Glaube ich weniger, dass wir 50 Bretter liefern. Das hättest du wohl gerne. Ja, also die Fischer, das läuft nicht so wie erwartet oder wie erhofft oder wie geplant. Wir hatten dort insgesamt 5 Fischer. Dann werden wir die wohl eher mal umziehen müssen. Notgedrungen. Hopfenfarm. So, wo war es denn hier? Fischer. Werden wir es wahrscheinlich eher hier hin machen. Setzen wir die einfach direkt hier hin.
So, kann man es hier hinsetzen, oder? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier hin. Ja. Weil da drüben tut sich nichts. Werden wir das einfach hier hinbauen. Und den hatten wir ja sowieso hier hingestellt. Dann darf der auch mal hier rüber. Das reicht hoffentlich auch. Und dann werden wir hier nebendran einfach noch einen Brunnen bauen. Und dann können wir das da hinten abreißen, weil das macht halt so gar keinen Sinn. Ich hoffe mal, da seid ihr auch bei mir, dass sich das so 0,0 lohnt. So. Und wie ihr sehen könnt, es wird besser. Es schreitet hier voran. Unsere riesengroße Gemüseplantage wird Stück für Stück erweitert. Finde ich sehr, sehr gut. Und schaut, wie viel Eisen wir haben. Das kommt alles nur durch die Müllsammler. Das ist einzig und allein wirklich nur durch die Müllsammler. Wir haben nichts anderes im Einsatz. Also, Müllsammler ist eine extrem geile Ressourcenproduktion. Da bin ich ganz ehrlich. Und die möchte ich auch irgendwie nicht mehr missen. So, da werden wir nämlich hier noch zwischendrin Müllsammler einbauen. Und ich immer wieder Stück für Stück so zwischen reinbauen. Und vom Rest her sieht es gut aus. Wir produzieren wieder. Milchproduktion steigt auch so langsam. Schweineproduktion. Müssen wir mal schauen, wie sind denn aktuell in Mali. Aufgrund des Wetters haben wir noch einen Tag minus 20. Aufgrund des Wetters haben wir hier minus reduziert von 20. Ja. Plus 50. Plus 25. Wildfleisch ist reduziert. Das ist erhöht. Ja, Balancing for Realism, das kickt uns immer noch so ein bisschen rein, dass wir halt hier einfach diesen minus 50 Malus generell immer drin haben. Kann man sich jetzt drüber streiten, mir geht's ein bisschen auf den Nerv. Bin ich aber ganz ehrlich. So, lass uns mal den ersten Mönch. Hat aber noch keiner zugestimmt, also ich glaube, die wollen nicht. Ja, für sowas wert. Ne? Manchmal mögen sie einfach nicht. So, Holzfällerlage hier drüben läuft auch. Nahrungsproduktion steigt langsam, aber sie steigt auf jeden Fall. Das ist mal ein gutes Zeichen. Könnte auch schlimmer sein. So, wir haben Feuer. War das hier? Ja, das Feuer war da. Natürlich wieder schade. So, wir haben schon wieder 170 Neuankömmlinge. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen werden. Ich möchte eigentlich versuchen, das einigermaßen stabil hinzukriegen. So, dass wir dann mit der Erforschung der Mönche unsere Produktion steigen können, um dann wirklich bürgerliche zu produzieren. Das wäre so der grobe Plan. Also hier drüben ist dieser Handelsaußenposten. Und ja. Sag mal, ist wie es ist, ne? Also es ist halt hier so ein Handelsposten. Den zu stellen, kostet jetzt halt auch nochmal gut. Aber ich sag mal so. Wir könnten noch einen Handelsposten gebrauchen, ne? Oder kann ich hier noch einen Pferdestall drin machen? Das ist jetzt die Frage, lohnt sich das vielleicht hier drüben an den Handelsposten noch einen Pferdestall hinzubauen? Ich meine, weiß gar nicht, ob wir den hier noch irgendwo dran kleistern können. Weiß ich jetzt nämlich nicht. Ja, da ist es ein bisschen problematisch, den dann noch reinzubauen.
Nochmal einen Handelsposten kostet ja auch Geld, aber theoretisch gesehen brauchen wir eh noch einen neuen Handelsposten, denn wenn wir natürlich noch mehr handeln oder verkaufen wollen, dann würde das nicht anders funktionieren. Aber wir möchten ja noch ein bisschen Waren exportieren, ne? Hier, Warenexport. Wollen wir nochmal, eigentlich wollen wir primär vielleicht nochmal zweimal Waren exportieren und Lebensmittel an der einen Stelle importieren. Und vielleicht auch Import von Materialien. Ja. Machen wir das einfach mal so. Dann wird das schon funktionieren. 80% Nahrungsmangel. Ja, ist alles gut. Ist alles gut. Haut alles hin. So, Lagerung hier drüben steht. Aber generell müsste man vielleicht mal ganz die komplette Gemüse- oder Geflügelfarm hier drüben mal hochziehen. Und das hier natürlich auch. Und die Apfelpresse wäre natürlich auch schön, wenn die mal fertig wird. Ich glaube, Äpfel sind eine ganz gute Einnahmequelle. Bin ich mir gerade ziemlich sicher, dass Äpfel eine ziemlich gute Einnahmequelle werden könnten. Müssen wir mal schauen, wo wir denn theoretisch gesehen noch eine Apfelproduktion hinbauen könnten. Hier oben besteht ja eine gute Möglichkeit nochmal für eine Apfelplantage. Hier ein Obstgarten, ne? Apfelkarren. Obstgartenschuppen. So. Denke ich mal, passt hier oben ganz gut hin. Aber, und da sehe ich jetzt schon wieder ein Problemchen, dass wir hier wieder ein Sicherheitsproblem bekommen, wenn wir das hier oben hinbauen. Deswegen müssen wir wahrscheinlich hier oben gleich wieder überlegen. Vielleicht wäre es auch gar nicht so blöd, wenn wir hier oben gleich so eine Constableburg hinbauen. Das machen wir einfach direkt. Dann haben wir das Problem auf jeden Fall schon mal direkt bei der Wurzel gepackt. So, Gemüsebauer, Gemüsebauer, dann probieren wir nochmal. Haut noch nicht hin. So, lass mal schon kurz schauen. Wenn wir die Sachen mal langsam ein bisschen voll kriegen. Zwei Stück haben wir noch übrig, dann können wir den Bergarbeiter und hier drüben mal voll machen. Oh, verdammt, nein, den Apfelweinarbeiter, den hätte ich jetzt gerne zugewiesen. Können wir dann Apfelwein verkaufen, ne? Aber Apfelwein können wir dann wenn hier nur Äpfel verkaufen. Apfelwein können wir denn dann Apfelwein verkaufen? Können wir Apfelwein dann wirklich nur in der Taverne verkaufen, oder? Wäre natürlich so ein Thema, ne? Moment, das war unter Administration. Dachte ich zumindest. Jagdhütte. Molkerei. Nee. Das ist noch nicht freigeschaltet, die Taverne. Doch, Taverne hatten wir schon freigeschaltet. Da, Taverne. Super. Die hatten wir schon freigeschaltet. So, für die Oberschicht, um ausgefallene Speisen und Getränke zu genießen. Dachte aber eigentlich auch, dass Apfelwein hier auch den Bedarf an Getränken stillt. Naja, müssen wir mal schauen. So, Flachs wächst auch langsam. Also, muss ich schon ganz ehrlich sagen, Sommer ist definitiv mal der bessere Monat. So, das ist vollständig. Das ist fast vollständig.
Das ist nahezu vollständig. Wir brauchen noch einen Haufen mehr Steinblöcke. Ich glaube, das Problem ist aber auch, wir haben nur einen Steinmetz, oder? Wir haben halt echt nur einen Steinmetz. Bisschen blöd, wenn ihr mich fragt. Steinmetz sollten wir eigentlich hier direkt an der Stein links dran haben. Wenn nicht ein bisschen blöd aussieht, wenn wir den direkt hier so reinbauen. Ah ja, passt schon. Ich will mal ganz kurz gucken, wie ist denn die Attraktivität dieses Gebiets? Ja, also hier ist die Attraktivität hoch und hier ist die Attraktivität eher mäßig. Könnte schlimmer sein. Gildenaufstand, Vertreter des Handwerks lehnen ihre Bemühungen ab, die Effizienz zu steigern. Sie bitten sie, ihren Arbeitnehmern diesen Monat zusätzliche Ferien zu ermöglichen und Bonuslöhne zu zahlen. Wenn sie sich weigern, drohen die Gilden, alle Arbeit einzustellen. So, die Erträge von all diesen Dingen werden um 20% reduziert. Ja, ist okay. Ich kann ja nichts dagegen machen, wenn es so ist. Einwanderung fördern. Brot, Kleidung, Käse. Haben wir noch irgendwas auf Lager, was wir wegschicken könnten? Wein, Bier, Goldbarren, Schmuck. Kleidung. Brot. Fisch. Nahrung ist Mangelware. Kleidung ist keine Mangelware. So, ich hätte ja eigentlich erwartet, dass wir Kleidung verkaufen können. In der Menge. Warum haben wir keine Kleidung in dieser Menge? So, hoffentlich wird das gleich was. Das wäre nämlich ganz schön, wenn wir 50 sammeln könnten. In Lagereinrichtungen. Hier lagern wir lustigerweise nur Flachs, ne? Ja, hier können wir auch Flachs lagern. So, probieren wir nochmal jemanden anzuheuern. Also, die Leute haben irgendwie noch keinen Bock, Mönch zu werden. Bisschen blöd. So, einen Polizisten haben wir schon, ne? Welche Constableburg hat mir den jetzt geschickt? Sind die hier? Okay. Ist uns da jemand abhanden gekommen? Es wirkt fast so. Also langsam werden unsere Gemüsefarmen auch fertig. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, die Wasserquelle sieht ein bisschen verunglückt aus. Und wir hatten hier schon wieder einen Diebstahl. Wird wahrscheinlich nur ein einfacher Ausrutscher gewesen sein. Ja, seid wie es ist, ne? Also, es wächst, es gedeiht, es funktioniert, das Spiel ist nicht abgestürzt. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge und wie es mit der Stadt weitergeht, das seht ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.